Moin Freunde, willkommen bei mir im Garten. Heute wird gekocht und nicht gegrillt, aber gekocht wird auf dem Tandoor im Kasan. Ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet. Bevor wir loslegen, möchte ich erzählen, was wir haben und was wir kochen. Wir kochen so ein urrussisches Gericht eigentlich. Ganz einfach, ganz schnell rustikal. Und ich habe euch schon damals gesagt, als ich die Tuschonka gemacht habe, das Schweinefleisch im eigenen Saft, es wird noch ein Outdoor-Rezept geben und heute wird das gemacht. Wir brauchen nicht viele Zutaten. Ich habe hier Schweineschmalz. Übrigens zu Schweineschmalz zu sagen, wir können das so heiß erhitzen, wir können sogar damit frittieren. Sagte mir der Olli, vielen Dank nochmal für den Tipp. Wusste ich jetzt nicht. Wir haben hier zwei kleine Zwiebeln geschnitten, gewürfelt. Wir haben hier Lorbeerblatt, etwas Salz zum Nachwürzen. Mehlig kochende Kartoffeln, ganz wichtig, in kleine Würfel geschnitten. Die ganze Geschichte kocht nicht lange. So, und wir fangen sofort an. Unser Tandoor ist, also der Kasan ist dafür ausgelegt, wenn wir den Tandoor zum Beispiel vorheizen, wir können auch ganz separat damit kochen, aber wenn wir den vorheizen und da drüber was grillen wollen, möchten aber auch noch eine andere Speise zubereiten, dann stellen wir den Kasan da drauf und machen uns vorher irgendwie eine Vorspeise, sei es Gemüse, wie so eine Gemüsepfanne, Wokpfanne oder was anderes. Oder wir bereiten eine komplette Speise zu wie heute. Wir nehmen eine ordentliche Flocke Schweineschmalz. Aber schon wirklich eine ordentliche Flocke. Und heizen die Geschichte auf. Das soll ja rustikal deftig werden. Deswegen sparen wir da nicht. Und ihr seht, nur durch die Flammen, die jetzt von unten kommen, wir haben ja ordentlich Zug da drin. Da steht ja noch keine Minute drauf. Unser Schweinefleisch im eigenen Saft. Also sowas muss man immer zu Hause haben. Jetzt gehe ich hier mit dem Messer einmal nur rein und zerteile das nur ein bisschen kurz, weil die ganze Masse ist ja etwas fester drin, damit wir das einfacher aus dem Glas bekommen. So, jetzt lassen wir das mal hier kurz einmal. Und dann geben wir das Fleisch als nächstes dabei. Zu dem Fleisch geben wir dann die Zwiebeln. Diese Flüssigkeit, also dieser Saft von dem eingekochten Schweinefleisch, von der Tuschonka, der wird uns jetzt auch mit der Zeit verdunsten und dann wird das Fleisch so ein bisschen anbraten. Das wollen wir auch erreichen. Und ich nehme jetzt in meinem Fall so einen Holzspachtel, Spatel, wie auch immer. Ich muss mir noch, da gibt es für den Kasan so einen extra runden und flacheren, damit wir von unten schön, habe ich noch nicht da, muss ich mir besorgen. Das Schweinefleisch versuche ich auch gleich etwas kleiner zu bekommen. Also dass es so in eigene Fasern auseinander geht. Aber wenn es nicht so ist, ist auch nicht schlimm. Also so große Stücke möchte ich nicht haben dann später. Das versuche ich mir dann gleich beim während des Zubereiten, Braten zu zerkleinern. Freunde, wir braten mal die ganze Geschichte eben kurz an. Gleich kommen als nächstes die Zwiebeln. Das wird ein bisschen langweilig, aber wir holen euch gleich dabei. Freunde, wir haben alles richtig gemacht beim Einbrennen. Schaut mal her. Auch wenn hier was anhaftet, kriegen wir das super weg. Unser Fleisch hat jetzt, wie ihr seht, teilweise hat sich das ein bisschen zerkleinert. Ich hätte das wahrscheinlich beim Einkochen noch ein bisschen, es kann auch immer in der Fleischqualität sein, aber vielleicht ein bisschen länger einkochen lassen müssen. Aber das macht nichts. Die Stücke sind klein genug, die haben jetzt ein bisschen Röstaromen bekommen und die Zwiebeln haben auch Röstaromen bekommen. Jetzt machen wir Folgendes. Schaut mal her, also das kriegen wir schön alles hier weg. Also das haben wir beim Einbrennen wirklich drauf achten, dass man das vernünftig macht. Wir haben jetzt hier eine kleine Portion machen wir. Normalerweise nimmt man doppelte, dreifache, aber wir haben dann ungefähr 1:1. Kartoffeln eben abgießen hier rustikal. Wir geben die Kartoffeln dazu.
rühre die ganze Geschichte um. Ihr seht, der Kasan, der speichert ordentlich Hitze. Wir bekommen von unten noch schön Hitze. Und dieses Essen haben wir mal über dem Schwedenfeuer am Rhein gemacht. Und wenn man so draußen ist, das ist, da kann kein 5-Sterne-Restaurant mithalten, ehrlich. So, wir werden noch ein bisschen salzen, weil das Fleisch ist eigentlich ein bisschen gesalzen beim Einkochen, habe ich es gewürzt, aber die Kartoffeln nicht. Wir geben da jetzt komplett ein bisschen Salz, wir können ja gleich nochmal abschmecken. Und ganz wichtig, ein großer Geschmacksträger bei diesem Gericht ist Lorbeerblätter. Wir geben jetzt noch mal so 2 mittelgroße Blätter mit rein. Diese habe ich vergessen. Vom Spice World Beste. Und als allerletztes einmal noch umgerührt. Und schaut mal her, es ist wirklich, es haftet nichts dran. Also ich bin begeistert. Kartoffeln haben wir jetzt auch ein bisschen Restaurant bekommen. Und wir machen folgendes, wir brauchen noch so einen Beistelltisch. Haben wir doch eigentlich. Wasser rein. Und nicht so viel, es soll keine Suppe werden. Wir rühren die ganze Geschichte um. Jetzt müssen wir es so lange kochen, bis die Kartoffeln, die sind ja mehlig, die werden ein bisschen zerfallen. Wir haben so eine Art Eintopf gleich hier drin. Ne? Nur wirklich aufpassen, falls das Wasser gleich noch verdampft, müssen wir ein bisschen was nachgeben. Aber wir lassen das Ganze jetzt mal köcheln bei geschlossenem Deckel. Dann kocht das gleich sofort. Immer wieder umrühren. Und übrigens könnt ihr dasselbe Gericht zu Hause ganz einfach auf dem Herd nachkochen. Bekommt zwar nicht diesen Flair, dieses Aroma, wie man mit Holz, aber auch im Dutch Oven könnt ihr es zubereiten, aber original ist es im Kasan. Freunde, bis gleich beim Probieren. Freunde, fertig. Schaut mal an. So soll es aussehen. Ist das Suppe? Das ist, das sieht noch ein bisschen, aber wenn wir das hier, guck mal. Ah, verdammt, freue ich mich. Einfach so eine Kelle genommen. Hier so drauf. Das ist für dich. So. Dann halt die Finger davon still. Und dann habe ich damals, als Jugendlicher waren wir mal ein paar Tage angeln. Irgendwo im Wald waren wir unterwegs. Und vom Kumpel, der Vater, der damals eine Erbsensuppe, Erbseneintopf gekocht. Der hat sich nur ausgesetzt, bestimmt draußen. Und dann saßen wir da, dann hat er uns hier so dunkles Brot dick mit Butter geschmiert. War das nicht Margarine? Nee, das war Butter. Also das, was du jetzt da gerade isst? Das ist Butter. Okay. Und dann hat er Salz genommen. Hier so ordentlich auch Salz drauf. Aber der hatte eine ganze Scheibe für euch, oder? Der hatte eine ganze Scheibe für uns. Und dann hatten wir die heiße Erbsensuppe, den Erbseneintopf und sowas hier. Warte, Freunde, das muss ich filmen, wie du dir jetzt die Schnauze verbrennst. Ich probiere für euch. Es ist, ich kann nicht reden. Es ist unbeschreiblich lecker. Es ist, wenn ich so mache, dann ist es verdammt lecker. Freunde, ich beschreibe euch das. Die Kartoffeln sind super durch. Die selbstgemachte Tuschonka, das selbstgemachte Schweinefleisch im eigenen Saft ist Bombe. Es gibt natürlich auch im Supermarkt in diesen goldenen Dosen zu kaufen, aber es ist nicht zu vergleichen. Dieses Raucharoma vom Holz, das bekommen wir immer ins Essen mit rein. Hast du nicht gerade gesagt, das war meine Schüssel? Nee, das ist deine Schüssel. Ach so, okay. Die war leer. Die ist immer noch leer. Ganz einfaches Gericht. Wir können so ein Glas mitnehmen oder so eine Dose. Ein paar Kartoffeln, die schälen wir bei uns irgendwo am Wasser, Campingplatz, was auch immer, beim Campen.
grandios. Ich bin sprachlos. Ich freue mich mega über mein neues Spielzeug eingebrannt. Und ihr könnt nochmal hier sehen, es ist nichts kleben geblieben. Natürlich wird das jetzt hier kalt am Rand. Aber ganz wichtig, dass wir den einbrennen, dass wir so einen Anti-Haftschutz haben. Und vor allen Dingen Rostschutz. Aber heute ging es um tuschone Kartoschka. Viel Spaß beim Nachmachen und ich sag mal bis zum nächsten Video. Bis dahin.